Für einige Menschen in der DDR liegt die Zukunft ihres Landes weit zurück in der Vergangenheit. Nach dem Abbau der Grenze wünschen sie sich den Wiederaufbau des Deutschen Reiches, um nach 40 Jahren Kommunismus endlich wieder so zu reden, wie sie schon lange denken. Hitlertreue Kameraden, die nicht am Rande der Gesellschaft stehen wollen, sondern mittendrin. Auf ihrem Weg nach rechts außen hinterlassen sie Spuren, meistens in den Gesichtern ihrer Opfer. Ausländer plattmachen für die neue Zeit. Eine deutsch-deutsche Orgie zwischen Fremdenhass und Nationalstolz. Das Hauptquartier der Neonazis steht traditionsgemäß in Berlin. Dort haben sie unter dem Motto, was die Linken können, können die Rechten erst recht, ein Haus besetzt. Ganz autonom, mit Zucht und Ordnung. Claudia Bissinger, Katrin Glocke, Beate Schwarz und Georg Mascolo waren mit der neuen deutschen Generation unterwegs. Das Protokoll einer ganz normalen Woche im Mai 1990. Immer wenn es dunkel wird, geht die Angst um im Ausländerwohnheim von Hoyerswerda bei Cottbus. Die Angst vor den Deutschen. Die Männer aus Mosambik, tagsüber beschäftigt im nahen Braunkohlewerk, fürchten Attacken ihrer weißen Kollegen. Im Ostdeutschland der Wendezeit sind Prügel alltäglich geworden. Und auch an diesem Abend hat es wieder ein paar schwarze Kumpel erwischt. Darf doch nicht wahr sein, schon der zweite heute. Und hier im Durchgang haben die gestanden, da sind zwei deutsche Kollegen gekommen, die waren groß und haben ihn zusammengeschlagen, für nichts und wieder nichts. Nur einfach so. No. Es war schon der zweite Überfall an diesem Mittwoch. Und während die Männer noch debattieren zwischen Angst, Ohnmacht und Wut, taucht draußen vor der Tür einer der beteiligten Deutschen auf. 19 Jahre jung und ohne Angst. Im blutigen Spiel gegen Schwarz pocht er auf sein Heimrecht. Nein, ich kenne den anderen kenne ich nicht. Ich bin zurückgekommen wegen meiner Brille. Wegen deiner Brille? Ja. Ja, das sehe ich doch. Ansonsten wäre ich gar nicht zurückgekommen. Ja, das glaube ich. Er will seinen Besitz, die Afrikaner wollen den Täter. Ein deutscher Vorschlag zur Güte. Polizei kommt. Wir holen Polizei und dann alles klären. Du holst keine Polizei, Polizei kommt. Er sagt auch Polizei und dann klären. Für die Volkspolizisten ist das Afrikanerheim längst ein vertrauter Einsatzort. Mitternächtliche Routine. So. Ja, das ist der Kollege. Ja. Ich hab auch. Wir beide haben ein Disput, ja. Bei uns haben. Nee, mehr. Aber Sie dabei. Ich zum Beispiel. Du bleibst da. Nur zwei brauchen. Wir beide. Hey, William. Ja, er war mit dabei. Ich war mit dabei. Du warst nicht mit dabei. Doch, hast mich geschlagen, du. Der junge Deutsche muss mit auf die Wache zur Klärung eines Sachverhalts. Der zupackende Griff seiner Volksgenossen in Uniform irritiert ihn ein wenig. Immerhin Gelegenheit, eine Anzeige aufzugeben wegen Diebstahls einer Sonnenbrille. Nehmen den Bürger unserer Republik mit, da er hier eine Schlägerei anfangen wollte und wir müssen das drinnen erstmal klären. Wenn die eine Anzeige machen wollen oder er Personal aufnehmen, dann geht das weiter. Alles klar. Die schwarzen Männer von Hoyerswerda wissen, ihre amtlich verordnete Schonfrist ist abgelaufen. Das Ende der Völkerfreundschaft. Und der Geburtstag Adolf Hitlers kann wieder entsprechend gewürdigt werden. 20. April vor 3 Wochen. Rechtsradikale Randale auf den Straßen Ost-Berlins. Gefilmt von einem offensichtlich etwas überraschten Aufklärungstrupp der DDR-Volkspolizei. Nach einem kurzen Auftritt im Arbeiterviertel Prenzlauer Berg verlegten die Geburtstagsgäste ihre Feier in die Innenstadt. Auf den Alexanderplatz. Unter dem Fernsehturm, dem Hauptstadtsymbol des ehemaligen Neuen Deutschland, zelebrierten Ostrechte mit Westunterstützung ein Lehrstück. Staatlich verordneter Antifaschismus mit Folgen. Die DDR im Frühling 1990. Am vergangenen Wochenende beschmierten Unbekannte das Grab des Dichters Bertolt Brecht. Kurz vor Beginn des jüdischen Weltkongresses, er tagte zum ersten Mal in Berlin, in West und Ost. Auch eine deutsch-deutsche Premiere. Hier in der Weidlingstraße im Bezirk Lichtenberg haben Rechtsradikale 2 Häuser besetzt.
eine westliche Art der Wohnraumbeschaffung von Linken erfunden. Aber was dem einen recht ist, ist auch für Rechte billig. Regelmäßig kommen kampferprobte braune Kameraden zur Entwicklungshilfe über die Grenze. Sauberkeit und Ordnung ist beim rechten deutschen Hausbesetzer natürlich oberstes Gebot. Nett und adrett soll die neue Heimstatt schon werden. Der diensthabende Kamerad schreibt den täglichen Einsatzplan. Die Gesinnungsgenossen aus dem Westen haben mit einer Schreibmaschine ausgeholfen, damit die Arbeit zügig von der Hand gehen kann. Disziplin wird bei den rechten Besetzern großgeschrieben. Hier kocht noch die deutsche Hausfrau, die einzige im Haus. Zum Gemeinschaftsessen hat man ordentlich zu erscheinen. Sorgfältig wird der Scheitel erneuert und die kurze deutsche Haarpracht auf strammem Rechtskurs getrimmt. Hier gibt's noch viel zu tun für den braunen Nachwuchs. Erstmal die Zentrale ausbauen. In den Häuserkampf ziehen sie ideologisch gefestigt. Wenn die Linken das können, warum können wir das nicht auch? Ich meine, die Linken werden aus den Häusern beispielsweise nicht rausgeschmissen. Die linken besetzten Häuser sind sogar gute besetzte Häuser, wenn man mal die Ostpresse studiert. Und bei uns werden dann halt einfach Räumungskommandos eingesetzt. Das ist irgendwo nicht reell. Und da, woran liegt denn das? Naja, weil es halt nicht so, das ist halt noch der Erbe vom Antifaschismus. Das Erbe vom Antifaschismus, was hier 40 Jahre lang dem Volk aufgezwungen wurde. Eine neue Bewegung auf dem Weg nach oben. In den besetzten Häusern proben die Rechten ein für sie ungewöhnliches Modell, die politische Wohngemeinschaft. In diesem Haus ist das primär einfach mal die Wohnung. Eine große WG, also eine WG in einem Stil, den es wahrscheinlich bis jetzt nur auf linker Basis gegeben hat. Das stelle ich mir unheimlich toll vor, wenn es wirklich so funktioniert, wie es soll. Gestört wird die deutschnationale Idylle durch ständige Kampfbereitschaft. Sie fürchten angeblich Angriffe ihrer ärgsten Feinde. Von Autonomen, Ausländern, Linken und Homosexuellen. Aber bisher kam nur die Polizei. Am 27. April stürmte eine ehemalige Eliteeinheit der Staatssicherheit unter dem Kommando der Volkspolizei das Haus. Ein Aufklärungstrupp der Volkspolizei filmte die Premiere. Bis zu diesem Tag hatte sich die Ostberliner Polizei schwer getan, rechtsradikale Täter festzunehmen. Rechte Rollkommandos tauchten immer wieder auf, verprügelten Ausländer und verschwanden, bevor die Polizei eingreifen konnte. Nur durch Zufall stieß man Ende April auf die braune Hochburg. Bis heute sitzen die Anführer hinter Gittern. Die besetzten Häuser haben sich wieder gefüllt. Mindestens 2 Dutzend 16- bis 20-Jährige wohnen hier. An Kampftagen wie dem 1. Mai ist dort die rechte Anlaufadresse. Bis zu 150 Gleichgesinnte marschierten von hier aus los. Ideologische Entwicklungshilfe aus dem Westen hat ihr neues Deutschlandbild geprägt. Hat immer noch eine Wieskarte? Dass es in den vernünftigen Grenzen sind, ist wieder. Und die deutsche Kultur muss nicht irgendwelchen von 37 oder so sein, die, wo wirklich die deutsche Kultur aufhört, dass das wirklich dann die Grenze von Deutschland ist. Wo hört die deutsche Kultur? Die ist bis teilweise bis zum Ural, gibt es deutsche Kulturen und Spuren von deutschen Kulturen. Und meines Erachtens, ja, und das sollte eigentlich wieder deutsch sein. Polen ist ein Land, was eigentlich früher gar nicht existiert hat. Ein Deutscher ist für mich eher, der nicht irgendwelche unarischen Blutpartikel in sich hat, der sich nicht jeden Tag da irgendein Joint drin zieht oder sich spritzt, alles irgendwas macht. Den Joint? Der auf dem Bahnhof pennt oder was. Das ist einfach jener, der arbeiten geht, der sauber ist, ihre Familienleben hat. Deshalb stürmt ihr einen Schwulencafé. Also Schwulen, also wir. Aids-Träger. Schwul ist undeutsch. Früher, zu Hitlerzeiten, wurden noch die Schwulen an der Wand gestellt, abgeknallt oder. Das KZ gesteckt. Oder das KZ gesteckt, war das. Vergast. Es gab keine Vergasungskammer. Es gab nicht. Was gab es nicht?